Ja, also ich war jetzt eigentlich gar nicht so aufs Schwimmen so geprägt. Ich habe auch sehr viele andere Sportarten gemacht. Also ich habe Tennis gespielt, ja, ich habe Basketball gespielt, ich habe alles Mögliche gemacht. Deshalb eigentlich Schwimmen war ich gar nicht so drauf fokussiert. Das war jetzt ganz unerwartet, dass ich dann dazu kam. Dann habe ich das Seepferdchen gemacht und dann wurde ich halt gefragt, ob ich vielleicht öfters kommen möchte, weil sie meinen, dass es ganz gut läuft. Und dadurch, dass ich noch zwei große Schwestern habe und die auch schon geschwommen sind, habe ich das halt so für mich entdeckt und bin dann halt auch geschwommen. Und ja, dann wurde das immer mehr. Es hat sich alles so ergeben und entwickelt. Und ja, dann habe ich nicht mehr aufgehört. Zum Beispiel in Hessen ist ja Marco Koch, der auch Weltmeister ist, Weltrekordhalter. Und das war dann auch für mich als Kleine so schon ein Vorbild. Und ja, auch wenn ich sehe, wie bodenständig er ist und so, ist es auch vom Persönlichen her mein Vorbild. Also natürlich ist es jetzt nicht einfach, so Schwimmen und Schule so zu vereinigen. Man muss halt auch immer darauf achten, dass halt Schule auch noch gut ist. Ich habe jetzt Glück, weil bin eine sehr gute Schülerin. Aber natürlich, wenn man in Trainingslagern oder so ist und dann halt auch viel Schulzeit verpasst, dass man das halt auch alles nachholt und so. Aber ich denke, um halt diese Doppelbelastung zu schaffen, muss man halt auch sehr diszipliniert sein. Aber wenn man den Erfolg dann erlebt, dann hat sich das ja auch gelohnt. Ich bin deshalb auf jeden Fall sehr glücklich und sehr froh, dass ich die Deutsche Sportlotterie als meine Förderer habe, weil es ja nicht selbstverständlich ist, dass man gefördert wird. Gerade jetzt im Schwimmsport ist es sehr schwierig, da Förderer zu finden. Und ich glaube, dass für die Zukunft, dass es sehr wichtig ist, dass die Deutsche Sportlotterie sich weiterentwickelt und dass sie halt viele weitere Nachwuchssportler oder generell Sportler aus Randsportarten unterstützt und fördert, dass die bessere Trainingsbedingungen haben und jetzt zum Beispiel Trainingslager oder sonstiges finanzieren können.